Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will anknüpfen bei dem, was Frau Müller recht zum Schluss gesagt hat. Jetzt wollen wir es mal ordentlich machen. Ich finde, es ist ein guter Vorsatz, weil die Einführung des G8, das, was damals den Schulen zugemutet worden ist, war keine ordentliche Arbeit. Es ist überstürzt, den Schulen entsprechend vorgelegt werden. Den Kommunen ist dieses Konzept auf den Schulhof gekehrt worden. Und ich glaube, wir können alle daraus lernen. Wir haben auch gelernt aus dem runden Tisch, dass diejenigen, die da sitzen, nicht immer das vertreten, was in den Schulen wirklich diskutiert worden ist. Auch das muss man reflektieren. Und ich würde sehr darauf Wert legen, dass jetzt auch im Folgenden die Stimmen sowohl der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, der Verbände dann miteinander ernst genommen werden. Und dazu gehört natürlich auch eine Stimme, auf die wir jetzt noch keine Antwort haben von der Landesregierung bei der Umstellung. Und deswegen kann dieser Antrag auch gar nicht ziehen, denn wir legen Wert darauf, dass sorgsam und sorgfältig alle Aspekte eines Umstellungsprozesses jetzt unter die Lupe genommen werden. Und das ist ein kleines Wort, was auch die Ministerin häufig in der Rede geführt hat, das Wort der Konnexität. Da erschließt sich überhaupt noch nicht, mit welchen Plänen das die Landesregierung unterlegt. Denn es wird um mehr Räumlichkeiten gehen, wenn ein Jahr zusätzlich wieder in den Schulen für die Schülerinnen und Schüler bereitgestellt wird. Es geht um mehr Lehrerinnen und Lehrer. Auch dazu habe ich noch keine konkrete Aussage vernommen. Und ich hätte auch gerne eine Stellungnahme. Auf wessen Kosten denn, und es ist nicht die Benachteiligung der Gymnasien, die neue Privilegierung der Gymnasien gehen soll. Sie sind nämlich gemäß der Vorschriften zu keinem Nachteil genauso bedacht worden. Es gab keinen Abzug jemals. Alle Ganztagskonzepte sind genehmigt worden. Und dass diese Legende hier heute schon von den Kolleginnen schon wieder weitergestrickt worden ist, dem möchte ich entschieden widersprechen. Es hat keine Benachteiligung der Gymnasien gegeben. Aber wir fragen, auf wessen Kosten geht die neue Privilegierung? Und wohin gehen dann die Lehrerstellen? Wie wird ausgestattet? Und wie wird das Thema Konnexität jetzt behandelt? Und dann werden wir uns den Gesetzentwurf sehr genau anschauen und miteinander dann die Fragen stellen, wie kann man umstellen, wie können Schüler und Schülerinnen mitgenommen werden und wie sind die Schritte dann gemeinsam zu gestalten. Aber das bitte in einem sorgsamen Prozess miteinander. Ich bin dankbar, dass die Landesregierung gesagt hat, wir treffen eine Leitentscheidung. Und dass es nicht zu irgendwelchen Modellen gekommen ist, die einen Übergang in Nordrhein-Westfalen erschwert hätte, von Gymnasium zu Gymnasium. Das waren die ersten Gedankenspiele, die bei FDP und auch CDU da waren. Und ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung über die Ausgestaltung, die dann auch wertschätzt, was Schulen in einer innovativen Schulentwicklung geleistet haben, werden wir auch noch miteinander reden. Das, was die Deutenschulen gemacht haben, das, was eine Schule wie das Gymnasium Paderborn Schloss Neuhaus als Schulpreis, deutsche Schulpreisschule mit G8 geschafft hat, mit einer großen internationalen Anbindung, mit der Zufriedenheit von Eltern und Lehrern und der Schülerinnen. Auch das muss Beachtung finden. Also von daher bin ich auf die Konzepte, die dann vorgelegt werden, wirklich gespannt. Aber diese Zeit müssen wir uns nehmen, weil es ein sorgsamer Prozess ist, der nicht über die Schulen gekippt wird, sondern den wir mit den Schulen, mit Eltern, Lehrern, Schülerinnen und vor allen Dingen auch mit den Kommunen gehen wollen. Und vielleicht, Frau Ministerin, weil ja Schule und Bildung zusammengehört, können Sie uns heute darüber einen kleinen Aufschluss schon geben, ob Konnexität bei Ihnen mitgedacht wird, wann die Gespräche mit den Kommunen dazu beginnen und wann wir den Gesetzentwurf erwarten dürfen.